glaube, insgesamt sind wir zufrieden mit der, auch mit der Art und Weise. Wussten natürlich, dass Chile gerade zu Beginn sehr wuchtig, sehr enorm auf uns kommen wird. Haben natürlich mit dem Tor dann so ein bisschen ihren Plan durchziehen wollen, aber danach haben wir es gut gemacht. Also ob er das jetzt macht oder ein anderer, ein Gegentor nervt einfach, und gerade wenn man dann mit so einem Fehlpass daran beteiligt ist. Ja, also wir haben ja heute auch robuste Spieler hinten gehabt. Wir haben das defensiv, finde ich, richtig gut gemacht. Alles kannst du auch nicht verteidigen. Ein paar Szenen kamen die Chilenen über außen, das wussten wir, haben wir aber in der Mitte dann ganz gut gemacht. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir auch sehr gut Fußball spielen können, gerade den Ball halten können, gut nach vorne spielen können und ein bisschen Zielstrebe genauer im letzten Drittel, dann ist auch in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr möglich. Ja, also viele von uns haben noch nicht so viele Länderspiele, es war auch heute erst mein viertes Länderspiel, dass man da mit einem gewissen Respekt reingeht und sich erstmal ins Spiel gewöhnen muss, und es ist ja auch nochmal ein Riesentempo hier, weil Chile zu den Top-Nationen im Weltfußball gehört. Deswegen haben wir das richtig gut gemacht. Respekt war da, aber wir haben uns nicht einschüchtern lassen und haben ein Top-Spiel gemacht, finde ich. Gruppensieg ist noch drin, dennoch birgt das Spiel gegen Kamerun auch ein Stück weit Gefahr. Werden uns die nächsten Tage auf das Spiel einstellen. Am Sonntag wollen wir natürlich auch da wieder maximale Erfolg und versuchen natürlich vielleicht sogar einen Gruppensieg perfekt zu machen. Wir versuchen auf jeden Fall im letzten Spiel das zu gewinnen. Und dann wäre das natürlich für unsere Reisestrapaz ein bisschen angenehmer. Sí, yo creo que sí, contento porque no se perdió, porque se jugó con una intensidad muy buena y nos deja primero en el grupo. Esperamos el domingo ganar para terminar primero en el grupo. ¿Has esperado los alemanes tan fuertes? No, sí, yo conozco a los alemanes, lo he visto jugar todo el año en la Bundesliga, lo habían hecho muy bien, así que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil.